Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, ich freue mich. Ja, wir machen eine neue Legung heute mit dem Seelenreise-Tarot von der Julia Aurelia. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, was die lichte geistige Welt uns mitteilen möchte, was ich euch gleich verkünden darf. Du prüfst bitte für dich alles, was ich sage, ne? Ob das, was ich hier von mir gebe, tatsächlich etwas mit dir und deinem Leben zu tun hat oder ob du das Gefühl hast, das passt ja gar nicht. Dann schalt das Video einfach ab, schau dir ein anderes von mir an. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn dir meine Tipps, Hinweise, Anregungen weiterhelfen. Auch an dieser Stelle noch ganz lieben Dank für all eure Zuwendungen, für Likes, Kommentare, Abos, für Super Thanks, für ja, die ganzen Geschichten, die bei mir so immer mal wieder reinflattern zu Hause. Ganz herzlichen Dank für eure Geschenke. Das ist schon wirklich ein Hammer. Ich freue mich da wirklich sehr, sehr, sehr drüber, weil es mir einfach zeigt, dass euch ja, meine Arbeit gefällt, dass ihr davon was mitnehmen könnt. Und das ist dann wirklich eine sehr ja, wertvoll verwendete Lebenszeit, so möchte ich es mal sagen. Ja. Also, jetzt schauen wir mal, was die lichtigen geistigen Helfer uns heute mitteilen wollen. Was darf ich euch sagen, was ist wichtig vielleicht für die eine oder andere oder den ein oder anderen von euch? Was haben wir da? Oh, da haben wir die 7 der Schwerter. Das geht ja schon mal gut los, die 7 der Schwerter. Dann haben wir den Eremit. Und wir haben den Stern. Ich kriege rein, dass hier momentan jemand in deinem Umfeld ist, der dir so ein bisschen dein Strahlen nimmt. Jemand, der dich, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, weiß ich noch nicht, aber jemand, der dich so ein bisschen dimmt, der deine Energie dimmt. Jemand, der vielleicht deine Energie raubt. Jemand, der vielleicht dir gegenüber nicht ganz ehrlich ist. Jemand, der vielleicht seine Absichten nicht genau mitteilt, wo sehr viel Energie hinläuft. Ja? Jemand, der vielleicht auch immer wieder in den Rückzug geht, ohne dass du es dir erklären kannst. Also jemand, der tatsächlich deine Energie, dein Strahlen, dein sonst vielleicht sehr lebensfreudiges Wesen momentan ein bisschen dimmt. Mir kommt immer wieder das Wort dimmt. Er kann dir das Strahlen nicht ganz nehmen, aber das ist so, als würde ich sagen, da schiebt jemand gerade ein bisschen Wolken vor deine Sonne. Ja? Noch ein bisschen mehr. Da kommt die Königin der Kelche. Die 10 der Kelche. Und die 9 der Kelche. Na, ich vermute mal, dass es hier um eine Situation geht, wo du dich vielleicht in jemanden verliebt hast, verschaut hast und hier schon Pläne hast oder Wünsche hast, dir mit jemandem etwas vorstellen könntest und dieserjenige dich hier aber momentan im Regen stehen lässt. Dir also sozusagen so überhaupt keine Aussicht darüber gibt, was hat er für Absichten, was will er eigentlich von dir, will er überhaupt was, ja? Und du im Prinzip schon am Schwanken bist darin, zwischen dich um dich selbst zu kümmern und in die emotionale Unabhängigkeit zu gehen, sprich die Sache loszulassen oder hier an diesem Traum noch festzuhalten. Weiter.
Da kommen die 8 der Münzen. Die liegen jetzt bei dir. Insofern könnte es hier sein, dass du vielleicht schon sehr viel in diese Beziehung oder diese Bekanntschaft oder was auch immer das ist, investiert hast. Dann kommt die Sonne. Und es kommt der Mond. Es heißt aber auch, dass alles, was du bisher investiert hast, einfach nicht wirklich zum Erfolg führt. Es ist eine sehr schwankende Angelegenheit. Ja? Hier haben wir die Sonne und wir haben den Mond. Einmal ist es, einmal fruchtet es, einmal ist es positiv und einmal kommt dir die Sache sozusagen wieder abhanden. Fließt die Energie wieder irgendwo ab. Also du kannst den Prozess, nicht nicht steuern, nicht sichern. Du hast es hier mit jemandem zu tun, mit dem es einfach nicht stabil weitergeht, sondern mal hast du das Gefühl, jetzt ist ein Durchbruch da und dann zeigt sich aber wieder das genaue Gegenteil. Dann bricht es wieder ein. Ne? Dann kommen vielleicht wieder Sachen auf den Tisch oder es passieren wieder Dinge, die dich frustrieren, die dir das Gefühl geben, es geht einfach nicht weiter, ist er wirklich der Richtige? Und ich kann das jetzt auch, wenn es hier jetzt mehr liegt, kann ich es auch so deuten, dass du auch im Prinzip schon am Überlegen bist, ob dieser Mensch vielleicht nicht auch eine Illusion ist, eine Form von Selbstbetrug. Ja? Zu glauben, dass du hier dieses, was du dir hier zentral wünschst, noch umsetzen könntest. Da kommen die 9 der Stäbe. Naja, es zeigt ja auch hier schon, du hast hier schon viel investiert und eigentlich hast du auch keine Lust mehr. Du hast vor allen Dingen auch keine Lust mehr auf Verletzungen oder dass du dich hier wieder völlig verausgabst, dass du hier dann womöglich völlig am Ende bist und keine Kraft und Energie und Ressourcen mehr hast. Ja? Du würdest das eigentlich gern dem Schicksal überlassen. Vielleicht fragst du auch oft nach oben, was soll denn das mit dem? Hat es noch Sinn oder hat es keinen Sinn mehr? Warum befinde ich mich noch in dieser Situation? Warum geht es ja nicht weiter? Also ich glaube, dass du hier sehr wohl immer mal auch wieder mit den geistigen Helfern Kontakt aufnimmst und die auch fragst, was das Ganze denn für dich soll. Ja? Es ist auch interessant, ich habe hier zum Beispiel noch keine männliche Energie liegen. Ja, und jetzt kommt noch das Ass der Kelche. Also ich habe das Gefühl, dass du hier eine Hoffnung hegst für dich, einem anderen gegenüber, der diese Hoffnung nicht erfüllen kann oder erfüllen will. Dieser Mensch zeigt sich hier nicht mal. Was auch sein kann, ist, dass du generell überlegst, ob du überhaupt noch eine feste Partnerschaft möchtest. Auch das kann hier sein. Ja? Dass du für dich selber überlegst, will ich noch mal eine Partnerschaft oder bleibe ich lieber Single? Ne? Ist es für mich vielleicht gar nicht gedacht, in eine feste Partnerschaft zu gehen? Was würde es mich kosten? Wäre es wieder mit sehr viel Arbeit und Mühen verbunden und es würde doch nur wieder in Verletzungen münden. Ja? Vielleicht bist du momentan an einem Punkt in deinem Leben, wo du vielleicht schon auch mehrere Partnerschaften hinter dir hast, die dich nicht erfüllt haben oder die dich immer wieder verletzt zurückgelassen haben und wo du dich fragst, ob dieser Kelch, ja, dir tatsächlich nochmal von jemand anderem gereicht wird. Sodass dann hier 1 plus 9, 10 werden oder ob du einfach für dich bleibst, in deiner Kraft, in deiner Selbstliebe, ja, und diese Hoffnungen,
die sich für dich auch manchmal wie Illusion anfühlen, ja, ob du das aufgeben sollst. Na, jetzt kommt ein Herrscher. Hier kommt eine männliche Energie. Hier kommt ein Herrscher. Und hier kommen die Liebenden. Und hier kommt ein Ass der Schwerter. Vielleicht ist es jemand, vielleicht bist du auch an jemand Speziellem interessiert, der dir diese Klarheit noch nicht gegeben hat. Dann wäre es ein Mann, der durchaus das Zeug dazu hätte, eine feste Partnerschaft zu führen, der auch liebesfähig wäre, aber der für sich noch nicht die Entscheidung getroffen hat oder die Klarheit zumindest bei dir hergestellt hat, was er eigentlich will und wo er hin will. Und da würde ich dir empfehlen, träume nicht, solange du kein konkretes Angebot hast. Ja? Also wenn jemand sich dir immer wieder entzieht, wenn jemand keinen stabilen Beziehungsaufbau bietet, wenn jemand dir nicht regelmäßigen Kontakt anbietet, dann sei da immer vorsichtig mit zu schnell zu viel zu träumen. Ja? Das darfst du natürlich machen, aber je mehr wir träumen und je mehr wir vielleicht auch an der Realität vorbeiträumen, desto größer ist natürlich auch die Gefahr, dass wir ganz hart aufschlagen. Versuche hier wirklich immer realistisch zu sein. Ich meine, du denkst ja auch schon drüber nach. Ja? Vielleicht ist dir deine eigenen Gedankenmuster, dein eigenes Träumen hier schon bewusst, dass du einfach dich selber schon einbremst und sagst, pass mal auf, mach mal langsamer. Ja? Sieh dich hier jetzt nicht schon mit dem verheiratet, du weißt ja noch gar nicht, wie es überhaupt weitergeht. Bremst dich hier mal selber ein bisschen aus. Nicht in deinen Wünschen und Träumen, also im Sinne von das, was du für dich oder in deinen Prinzipien, ja, in dem, was du im Leben umsetzen möchtest. Aber gleiche das immer wieder damit ab, ob dieser Mensch tatsächlich dazu passt. Denn sonst ist die Gefahr einfach, dass du in deinem Traum bist und ihn nicht wirklich siehst. Dass du von deinem Traum sozusagen dass du in deinem Traum gefangen bist und nicht siehst, dass das eigentlich nicht deine Realität ist. Es gibt immer wieder Frauen, die einfach so sehr sich einen Mann an ihrer Seite wünschen, dass sie bereit sind, alles dafür zu geben. Und das ist eine ganz schlechte Ausgangsbasis. Denn damit zieht man sich als Frau Männer in sein Feld, die man da besser nicht hätte. Nur wenn du tatsächlich ganz bei dir bist, wenn du ganz wach bist, ja, wenn du ganz vielleicht durchaus auch aus der Distanz heraus jemanden ganz objektiv betrachtest, ja, also nicht das, was du dir wünschst, in ihn hineininterpretierst, sondern ihn genau anschaust, ob er denn diesen Wünschen überhaupt entspricht. Dann kannst du sicher sein, dass du irgendwann den Menschen an deiner Seite hast, der da auch hingehört. Ansonsten landet da irgendeiner. Und also in meiner Welt geht es darum nicht. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das glücklich macht, wenn man einfach irgendjemanden hat, nur damit man da jemanden hat. Ich glaube, dass es eigentlich darum geht, dass man, wenn man das möchte, wenn man eine Partnerschaft möchte, dass man einen Menschen findet, der zu einem passt. Der in die gleiche Richtung schaut, der die gleichen oder annähernd die gleichen Werte hat, der ähnliche Ziele verfolgt. Na? Der ein ähnliches Weltbild hat. Glaubt mir, es gibt immer noch genügend Unterschiede dann, ja, die man haben kann. Aber dass so die wichtigsten Dinge wie zwei Zahnräder ineinander laufen. Und ein großer Fehler von manchen Frauen ist, dass sie einfach nur schauen, dass da der Platz an ihrer Seite vergeben ist.
Damit nehmen Sie zum einen dem, der tatsächlich für Sie gedacht ist oder der tatsächlich passen könnte, den Platz weg. Und Sie begeben sich da immer auf den Weg, auf dem Pfad des Leidens. Weil damit ist automatisch oder kann automatisch mitbedingt sein, dass man einfach emotional unterversorgt ist. Ja, dass man nicht das bekommt, was man sich eigentlich erträumt hat. Also hier ist es die Aussage, pass auf, dass du das, was du dir erträumst, dass du das mit diesem Menschen, den du hier scheinbar im Visier hast, auch tatsächlich abgleichst. Ist dieser Mensch tatsächlich das, was du dir wünschst? Passt der zu mir? Hat er dieselben Ziele, Wünsche, Vorstellungen? Schaut er in dieselbe Richtung? Fragen wir doch mal, welches Potenzial misst denn die geistige Welt welches Potenzial gibt die geistige Welt dir und diesem Herrscher? Da kommt der König der Münzen, dann kommen die vier der Kelche. Und es kommen die acht der Kelche. Das ist eigentlich eine sehr deutliche Aussage. Die sagen wir hier ganz klar, für eine feste Partnerschaft empfehlen sie ihn nicht. Da wird es früher oder später, wird es hier, entweder will er das gar nicht, ne? Oder aber es wird früher oder später dazu kommen, dass einer von euch beiden schweren Herzens den Platz verlässt. Also wenn du jetzt hier auf jemand Bestimmtes geschaut hast, jemand Bestimmtes im Kopf hattest, dann ist hier die Aussage leider, sei hier vorsichtig. Ja? Den Karten nach gibt man euch hier keine große Chance, vielleicht auch deswegen, weil dieser Mensch noch nicht oder generell nicht bereit ist, ja, für eine feste Partnerschaft. Der König der Münzen ist der Klassiker für mich für eine feste Partnerschaft. Hier habe ich die vier der Kelche, ist die Ablehnung dazu. Und die acht der Kelche ist auch. Man verlässt, man lässt eine Situation hinter sich. Vielleicht will der momentan einfach auch keine feste Partnerschaft. Ne? Vielleicht ist er auch verheiratet. Auch das ist möglich. Herrscher sind ja ganz häufig verheiratete Männer. Könnte jetzt auch sein, dass er hier vielleicht getrennt ist oder so irgendwas, ist ja noch denkbar. Aber wenn du jetzt hier in so eine Situation reinkommst, mit einem verheirateten Mann oder mit einem, der frisch getrennt ist, auch da sage ich immer Vorsicht, ne? Dann kann das einfach sein, dass der sich momentan noch nicht auf etwas Festes einlassen möchte. Und dann prüfe das für dich, ob du dann dich in so eine Warteschleife begeben möchtest, denn das ist dann meistens die Folge. Was geben sie dir für einen Rat? Da kommt der Hierophant, die fünf der Münzen und die fünf der Schwerter. Letztendlich sagen sie dir, du gehst noch in eine feste Partnerschaft. Bei dir ist es so, dass etwas erstmal noch wachsen darf. Da passiert im Hintergrund schon was. Ja? Hör mal auf, für einen Menschen zu kämpfen oder um einen Menschen zu kämpfen, der es nicht wirklich ist. Das ist schon so, wie ich sagte. Ne? Also vielleicht ist die ein oder andere bei euch wirklich dabei und es ist ihr noch gar nicht so sehr bewusst, dass der Wunsch nach einem Menschen an der Seite vielleicht größer ist, als der Realismus, tatsächlich hinzuschauen, ob dieser Mensch überhaupt passt. Und damit begeben wir uns immer in die Gefahr der Verletzung. Hier ist ganz klar die Aussage, hör auf zu kämpfen für etwas, was nicht wirklich deins ist. Hab Vertrauen darin, dass die Dinge schon am Wachsen sind im Hintergrund, dass hier schon
dass das Universum hier schon an jemanden arbeitet, der für dich passt und dass du hier tatsächlich nochmal in eine feste Partnerschaft, vielleicht sogar eine Ehe gehen kannst. Aber nicht, indem du jemanden nimmst, der entweder nicht bereit ist oder der auch nicht wirklich zu dir passt. Ja? Ja, ist so. Ihr wisst ja, ich sage immer das, was ich in den Karten sehe. Ich sage euch auch gerne die schönen Dinge, aber aus denen lernen wir meistens nichts. Ne? Aus denen, das ist schön, die zu erfahren, aber wenn ich jetzt so etwas höre und ich das Gefühl habe, ja, da ist was dran, dann sollte ich mich auch danach richten, weil die Gefahr sonst gegeben ist, tatsächlich ja, mir einen Menschen an meine Seite zu holen. Und überlegt euch mal, was das bedeutet. Überlegt euch mal, wie viele Frauen es gibt, wie viele Männer es auch gibt, die in Partnerschaften gefangen sind, wo sie viel dafür geben würden, wenn sie rauskommen würden. Ne? Was vielleicht aus irgendwelchen Gründen, was weiß ich, finanziell oder wegen der Kinder oder so, man nicht aufgibt, aber wo man sich eigentlich wünschen würde, dass ja, dass der Mensch an der Seite eigentlich weg wäre. Das ist doch eigentlich dramatisch. Und solche Dinge entstehen genau aus dem Wunsch heraus, ich will hier jemanden an meiner Seite haben und nicht zu schauen, ob das Gegenüber auch tatsächlich zu mir passt. Also ich kann euch nur empfehlen, macht die Augen auf und verhindert solche Fallen in eurem Leben. Ja? Also, ich wünsche euch alles Liebe. Ich hoffe, dass meine Tipps und Ratschläge für die einen oder anderen vielleicht jetzt wichtig waren, auch wenn die Aussage hier nicht so toll ist oder nicht so aussichtsreich. Macht euch immer wieder bewusst, ihr entscheidet jeden Tag darüber, ob es euch gut geht oder nicht. Und zum Gutgehen gehört einfach auch, die Menschen in unser Leben zu lassen, die es uns gut gehen lassen. Ja, also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.